unsere Anhänger erwachen. Ach nee, unsere Mondmenschen erwachen. Die Anhänger kommen ja erst um 8, glaube ich, ne? Oder um 7? Oh, was ist jetzt los? Unter Ermittlungsdruck. Oh mein Gott. Das erste Mal. Ich weiß nicht, was passiert. Protest im Gange. Sorge dafür, dass Mondmenschen Demonstranten beschwichtigen, um ihren Zorn zu reduzieren. Achte darauf, welche Fähigkeitsgruppen für welchen Demonstranten besonders effektiv sind. Ein hoher Ermittlungsdruck hat den Zorn der Stadtbewohner auf dich gelenkt. Die PR-Wertungen und Launen werden schlechter, wenn der Protest zunimmt. Sorge dafür, dass Mondmenschen Demonstranten beschwichtigen, um ihren Zorn zu reduzieren. Achte darauf, welche Fähigkeitsgruppen für welchen Demonstranten besonders effektiv sind. Dauer 6 Stunden. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh Gott, Protestzorn. Gott. Gott, ich habe das noch nie gemacht. Demonstrantfähigkeit Mensch. Wähle einen Kultisten und rechtsklicke mit ihm hier rauf. Ach, Scheiße. Amy Blatt, die ist ja in allem gut. Warte mal. Ich bin blöd. Hier, Mensch. Bei unter Mensch fällt Empathie, Marketing, Geselligkeit, Reden halt. Mann, jetzt. Logisch. Kann ich hier nicht einfach so durchgehen? Nee. 7. Okay, Amy Blatt. Oh Gott, Protestzorn, 4%. Und da haben wir einen, der puzzelt gern. Aha. Scheiße. Logisch. Oh, da war da unten irgendwo einer. Hier, 10. Peace Pleasant. Und einer, der... Obwohl, ist durch? Amy! Ach scheiße, ich muss mit dem durchgehend reden. Ach du Kacke. Oh mein Gott! Christopher Klingon. Oh, Protestzorn 16. Geht nach unten. Amy ist durch, ne? Ja. Oh, da will jemand... Mal ein mit praktisch, aber dafür ist Amy ja perfekt. Amy! Amy! I need you! Zehn da. Ah, man sieht's auch tatsächlich auf der Dings. Nochmal ein Mensch. Fünf. Redet mit ihnen! Boah, noch eine Stunde. Dann sind wir durch. Ja. 9% Protestzorn. Oh, da haben wir noch mal einen Handwerker. Scheiße, Alter. Handwerker habe ich gar keinen. 4. 2, 0. Amy, 13. Ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt noch rechtzeitig schafft zu ihm. Oh, jetzt ist hier alles im Arsch. Amy, talk to him. Oh mein Gott. Protest vorbei. Wir haben diesen Protest überstanden und unter Beweis gestellt, dass wir hier nicht so bald verschwinden werden. Protestausmaß 24, Zahnrüttler, Zaunrüttler, Zaunstufe... Ermittlungsdruck geht runter, PR geht runter. Okay, ich muss unbedingt die PR, den Ermittlungsdruck senken. Sind jetzt schon eh bei 100%, ne? Hier, komm. Boah, ich muss ganz dringend los. Ja, die Menschen sind jetzt alle ein bisschen angepisst. Verstehe ich. Ach, weil das hier auch alles im Eimer ist. Oh! Ja, kann sein, dass jetzt viele unseren Kult erstmal verlassen werden. Ist aber okay. Hauptsache, wir haben unseren Protest überstanden.
Du vernimmst Geräusche aus einer nahegelegenen Tiefgarage. Neugierig läufst du bis auf die unterste Etage hinunter und entdeckst eine Gruppe, die sich um ein brennendes Fass versammelt hat. Ein Mann mit Ledermantel und dunklen Sonnenbrillen tritt hervor. Wir haben dich erwartet, sagt er zu dir. Wieso hat er mehrere Sonnenbrillen auf? Ich dachte, dieser Moment würde nie kommen. Der Mann tritt vor und ruft, willkommen bei Straßen Word Countdown. Die Menge bricht in Jubel aus. Die Regeln sind einfach. Ich wähle ein Wort und du musst mir sagen, was es bedeutet. Und du musst es tun, ehe die Zeit abläuft. Oh Gott. Du magst es, mir die Regeln zu erklären? Her mit meinem Wort. Der Mann im Ledermantel tritt vor und lacht. Ja, dieser hier hat die richtige Einstellung. Aber auch die Einstellung zum ultimativen Champion. Dein erstes Wort lautet omnipotent. Allwissend. Glaube ich. Gut. Allumfassend grenzenlose Macht. Alles klar. Ein stärkhaltiges Gemüse. Ja, omnipotent. Ich weiß. Ja, auf jeden Fall das hier. Plötzlich leuchtet weiterhin eine riesige Uhr in der Dunkelheit auf, deren Zeit rückwärts läuft. Welche Antwort möchtest du geben? Die Menge johlt, als deine Definition als korrekt gewertet wird. Der Mann im Ledermantel verzieht das Gesicht zu einer Grimasse. Diesmal wirst du nicht so viel Glück haben, denn das Wort lautet diffamieren. Wenn du noch einmal richtig liegst, gehört dir die Trophäe. Die Uhr tickt. Absichtlich Unwahrheiten oder Lügen über jemanden erzählen? Ja, eine Rechenart. Nein, übertrieben. Deine Definition ist korrekt. Der Mann sackt auf die Knie zusammen, die Menge verstummt. Langsam erhebt er sich und wendet sich dir zu. Er lächelt. Du bist es. Du bist wahrlich der Champion. Die Menge jubelt und applaudiert. Die Trophäe gehört dir. Eine Teekannen-Trophäe. Mhm. Na, danke dafür. Oh Mann, Alter, jetzt geht hier gar nichts mehr voran. Problem ist, dass unser Instandhalter halt auch auf der Mission ist, ne? Deswegen wird jetzt hier alles in den Bobbes gehen. Bobbes. Bobbles. Bobbo. Na gut, immerhin forscht jemand. Oh, da geht jemand. Tschüss. Warst du wichtig? Obwohl, hier ist keiner bis jetzt wichtig. Ihr seid alle nur sehr oder halbwegs dürftig. Halbwegs dürftig? Naja, ne? Nee, wie heißt denn das? Nicht halbwegs dürftig, sondern... Egal. So, 166. Nee. Neue Mission machen wir gerade mal nicht. Auf Wiederschauen. So, Anhänger sind alle wieder da. Ja, neu identifiziert wurde natürlich keiner, weil das Ding hier einfach dauerhaft im Eimer war. Schön. Welches Objekt ist neu? Kann ja eigentlich nur die Teekanne sein, ja. Die könnte man hier durchaus reinstellen, ne? So. Prestige Stufe 8. Nur so aus reiner Neugier kann man Objekte auf den Tisch stellen? Nein. Sehr gut. PR und auch Senkung des Ermittlungsdrucks. Das können wir gleich mal als erstes machen. Grace Hill, 100%. Los geht's. Nacht wird kurz für Grace. Das ist auch tatsächlich ein relativ großer Nachteil. Die Wege sind sehr weit. Also hätte man die Wohnung jetzt hier, wäre der Weg ungefähr nur halb so lang, bis sie zur Mission losrennen. Aber ist immer noch okay. Denk ganz allgemein über Wolken nach. Und wir müssen das jetzt hier auch schaffen, ne? Agent 40 Heaven. Und wir bauen immer noch das Allerheiligste. Aber das werden wir... Ah ne, ich muss immer die Predigt machen. Und dann können wir das Allerheiligste bauen. Da müssen wir auch schon fast die Hälfte vom... Ja, ja, naja, so knapp die Hälfte ist das hier. Knapp die Hälfte haben wir dann. So, steigt der Ermittlungsdruck eigentlich mittlerweile? Ja, 4,8 pro Tag. Am Anfang ging er noch nach unten, aber jetzt sind wir mittlerweile so groß, in Anführungsstrichen, dass wir Prestige, oder nicht Prestige, sondern Ermittlungsdruck quasi dazu bekommen und es nicht abnimmt. So, Nightroom Time. Und das hier, was bringt mir das? Also warte mal erstmal die Mission.
Und dieses hier. Minus 8 plus 7 und ein bisschen Geld. Ich weiß aber nicht, wie viel. Verdiene mit dem diesem erfrischenden und legalen Getränk Einfluss. Absolviere ein Minispiel, um den Einfluss zu erhöhen. Schnapsbrennerei. Okay, warte mal. Wir haben hier noch einen Raum übrig. Ach du Scheiße. Mondschein-Distillerie. Schnapsfässer. Und eine Schnapssteuerung. Also passt auf jeden Fall. Schub. Verfügbar in 20. Ab 20 Uhr. Raumschub tagsüber nicht verfügbar. Ich habe keine Ahnung. Also das ist tatsächlich mal ein neuer Raum, den ich nicht kenne. Lassen wir uns mal überraschen, wie das funktioniert. So, wurde jemand identifiziert? Ja, aber es sind auch immer nur alle dürftiger Qualität. Okay. Ja, wie gesagt, das lohnt sich nicht. Ich müsste trotzdem Anhänger rausschmeißen. Spencer Garcia würde mich eventuell interessieren. Ja, also wie gesagt, ich muss Leute loswerden. Und dadurch, dass ich die hier auch alle nicht will, kann ich eigentlich alle rausschmeißen, die identifiziert sind und dürftige Qualität haben. Ach, ich komme ja... Scheiße, jetzt kommen ja auch keine mehr. Ach, kacke, ich muss erstmal meine PR schnell erhöhen. Auf 400 wieder. Ach, das war dumm. Ja, wobei, jetzt kommen auch keine neuen mehr. Also, die 5 freien Posten, die werden jetzt eh nicht durch irgendwelche anderen ersetzt. So. Okay, ab 20 Uhr. Haben wir schon 20 Uhr? Ja. Wie geht das? Muss von Mondmensch bearbeitet werden. Verstehe nicht, wie das geht. Warte mal, wir haben doch hier einen zweiten Koch. Mondmensch. Wer ist Koch? Brandon Anna W. oder Jamie Wallace war das, glaube ich, ne? Ja. Jamie Wallace arbeitet in einer Schnapsbrennerei und hat dafür einen neuen Plan. Wie lange schlafen die in 6 Stunden? 2, 4, 6. So. 2, 4, 6. Also 8 Stunden schlafen. Nee, Banane. So, sorry. Hilfe bei der aktuellen Mission. Während du die Straße entlang spazierst, wankt ein verzweifelt aussehender Mann auf dich zu, der heruntergekommen aussieht. Er erläutert, dass er seine Brieftasche verloren habe und Geld für den Bus bräuchte, um nach Hause zu seiner kranken Mutter zu kommen. Sagt dem Mann, dass seine Mutter für niemanden von Bedeutung ist. Sagt dem Mann, dass du glaubst, er wäre ein gerissener Lügner. Du erklärst dem Mann die Fehlerhaftigkeit seines Weges und dass es nicht mehr nötig sei, solche Geschichten zu erfinden. Falls er Mondkult beitritt, hätte er es nicht mehr nötig, sich mit solchen Bagatellen zu befassen. Du beschreibst die luxuriösen Lebensbedingungen auf dem Gelände, die großzügig ausgelegten Schlafzimmer und die hygienischen Toilettenanlagen. Die üppigen Festessen, die aus dem Verkaufsautomaten kommen. Der Mann hört aufmerksam zu und scheint willig zu sein, alles zu machen, was auch immer du vorschlägst. Missioniere ihn als Mondmenschen. Machen wir. Mondmensch Limit wird um 1 erhöht. Ah, der Mann scheint erfreut darüber zu sein, Mondkult beizutreten. Du führst ihn zu seinem neuen Leben und er klatscht aufgeregt. Oh Gott. Also ein neuer Mondmensch? David Cross. An Tag 25 beigetreten, trinkt Kohltee, hat ein spiegelverkehrtes Gesicht und geht in die Hocke und springt, anstatt zu gehen. So, ach, na okay, immerhin dürftig, hast Dominosteine, hast das Objekt Schachbrett, eine winzige Blase. Hat aber keine Auswirkung, das bedeutet, du wirst bitte die Madenverjüngungstherapie benutzen. Also nicht benutzen, sondern leiten.
So. Und jetzt hätte ich gerne den Typen. Schuh. Was heißt das? Drücke Escape, um zu schließen. Sammle so viele Punkte wie möglich. WASD. Sammle grüne Schnapsfässer, um Punkte zu erzielen. Vermeide verseuchte Schnapsfässer. Sammle hilfreiche Power-Ups. Vermeide Gefahren. Okay. Was? Oh mein Gott. Legendär. Ich denke, die Pfütze sollte ich auslassen, ne? Oh. Oh. Ach, ausrutschen kostet mich 5 Sekunden und ist es auch erklärt. Alter Schwede. Sekunden noch. Oh mein Gott. Okay, mehr schaffe ich nicht. 6.495 Punkte. Belohnung. Einfluss. 36. Okay, das ist mir egal. Ermittlungsdruck minus 13. Das ist gut. Oh, guck mal. Alter, es gibt der Ermittlungsdruck ohne Ende. Stopp, stopp, stopp. Auf zu arbeiten. Aha, kann ich diesen Raum schließen? Oh mein Gott, ich will das nicht. Erforsche das Einflusslimit 1. Okay. Einfluss. Hör auf zu arbeiten. Ich will das nicht. Ich habe zu viel Einfluss. Hör auf zu arbeiten. Oh mein Gott, stopp! Bitte hör auf! Ah, wie kann ich diesen Raum schließen? Scheiß drauf. So, jetzt kann das Ding hier nicht arbeiten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kranker Mist! Ja, Mondmensch verletzt. Okay, wegen schmutziger Hände. Oh! Heavy, Alter. Aber schön, dann kannst du nachts forschen. Das ist doch super. Ist nicht viel, was er erforscht, aber naja, immer ein kleines bisschen kriegt er dazu. Ah, und ich muss unbedingt reparieren. Und ich muss unbedingt wieder hier nach unten powern. Celeste. Bitte? So, Predigt. Okay, wir kriegen jetzt mehr Dings. Einflusslimit. Ja, ich muss es leider erstmal machen. Damit unser Oberhaupt hier wieder die Mission abschließen kann. Und danach machen wir den Raum für das Oberhaupt. Das Allerheiligste. Und dann können wir auch diese De-Inspiration-Sachen machen. Mondmensch hat eine Eigenschaft erhalten. Dunkle Abneigung. Zieht es vor, nicht in Dunkelheitsräumen zu arbeiten oder bei Dunkelheitsmissionen zugegen sein. Gut. Dunkelheitsmissionen kommen erst mit dem Raum. Hier, ne, mit dem De-Inspiration-Dings. Ja, zu viel. Das interessiert uns jetzt noch nicht. Sondern erst in Kürze. Also ganz ehrlich, das Ding reiße ich wieder ab. Ist schön, dass es ihn gibt, aber das geht ja gar nicht klar. Das geht ja überhaupt nicht klar. Wo ist Übersicht? Hier. Boah. Mondhaus. Hier, Schnaps. Du machst bitte Forschungsmenü dann noch. Irgendwo habe ich gerade ein X gesehen. Ah, stimmt. 128, hervorragend. Das gefällt mir. So, du bist hier ganz großer Müll.
Oha, hier auch nochmal. Wieder schauen. Eigentlich auch die anderen beiden unten. Haben hier nichts mehr zu suchen, dadurch, dass wir auch über 400 sind. Aha, jetzt sind wir exakt 400. Erhöht den maximalen Einfluss und wir haben hier die Mission geschafft. So, dann machen wir jetzt das Allerheiligste. So, der Dingsschub. Wir sind fast am Ende. Also wir brauchen diesen Raum überhaupt nicht. Ich muss unbedingt PR-Missionen wieder machen. Wir sind gerade so über 400. Wir haben sogar PR dazu gewonnen. Keine Ahnung. Wie groß das Allerheiligste sein muss. So, was? 1,1. Naja, okay. Ist nicht viel. Im Gegensatz, also nicht ganz so viel wie unser Hauptforscher, aber klar. Wir bestellen mal Börger-Zutaten. Haferschleim ist ja immer noch voll. Oh, neue Mission. PR. Aber Stufe 4. Stufe 4. Schaffen wir trotzdem, ne? Ja. So, los geht's. Wir brauchen mehr PR für bessere Anhänger. Jordan Johnson. Ah. Ja, hier Ella Ellen. Könnte schon eine bessere sein? Nee. Also ist nur so ein grober Indikator, ne? Ah, Bord Klinger vielleicht auch. Aber Ella Ellen, die interessiert mich tatsächlich. Mann, Alter, die ganzen Scheißhäuser sind kaputt. Mann, Mann, Mann. Schwierig. Sehr, sehr schwierig hier. Was haben wir denn hier für eine Prestigestufe? 9. Okay, können wir mal durchgehen. 10 ist super. 0? Achso, weil alles kaputt ist. 8 ist okay. Ja, gut, hier arbeiten ja immer nur ein paar Menschen. Also das hier müsste halt hoch sein, das ist aber 11, sehr gut. Und der Rest muss halt nur 3 sein. Ja, ist aber auch bei darüber sehr schön. 6, 5, Mission. Plus 46, hervorragend. Oh, wir sind schon bei 189. Wir waren mal bei 215. Da kam dann der Protest. Hier PR. Zack. 189. Oh, ich muss morgen spätestens so eine Mission machen. Ansonsten wird's eng. Ich habe keinen Bock, dass hier schon wieder Protestler an unserem Zaun rütteln. Na gut, ne? Wir können die ja immer wieder besänftigen. Oh mein Gott, Bord Klinger, da ist er. Durchschnittlich. Ja, wird den Kartentisch nicht benutzen und wird bei Aktivitäten im Freizeitraum schneller langweilig. Das interessiert mich überhaupt nicht. Bord, mein Freund. Meine Freundin. Ist das eine Frau? Wahrscheinlich, ne? Ich habe definitiv noch Platz im Bauch. Ballaufpumperin. Ist niemals nackt, hat dicke Backen, war früher als der Staubsauger bekannt. Okay. Eigenheit. Herausfordernde Mission. Zieht es vor, bei Missionen der Stufe 4 oder höher dabei zu sein. Opulente Räume. Mindestprestige Stufe 7. Von der Mahnfangstherapie gelangweilt. Mondhaus wurde langweilig. Okay, ja. Oh mein Gott. Inedope. Ah, egal.
Neuer Raum Allerheiligstes des Oberhauptes. Da ist es, meine Damen und Herren. Wir machen erstmal die Götze. Den Götzen. Die Götze. Allerheiligstes. So, packen wir hier hin. Jetzt haben wir, glaube ich, auch die Mission schon geschafft. Wir brauchen einen Schreibtisch. Wir brauchen einen Alchemietisch. Das Regal. Und das Sonnensymbol. Gute Arbeit beim Freischalten von Allerheiligstes des Oberhaupts. Hier können wir uns wirklich die Verwirklichung der großen Pläne von der Mondgott machen. Ich kann dir zeigen, wie du Dinge in Gang bringst. So, das ist alles die Inspiration jetzt. Zuerst müssen wir eine große Entscheidung treffen. Was denkst du, hat der Mondgott zu dir gesagt? Triff eine Wahl, aber sei dir bewusst, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn du dich einmal für einen Weg entschieden hast. Wähle dein Motiv. Mein Gott. Dunkelheit. Futuristisch, Liebe und Frieden. Oh mein Gott. Beherrsche die Welt mit einer Roboterarmee? Beschwöre den dunklen Tentakelfürsten? Brenne die Welt bis auf ihre Grundfeste nieder, verkaufe die Seelen deiner Mondmenschen, wirf Mondmenschen in den tiefen Abgrund, flöße Mondmenschen dämonische Kräfte ein, richte zu einem neuen Planeten auf, verflüssige Anhänger zu leckeren Getränken, verwandle Anhänger in interessante Dekorationen, führe mit einem Mondmenschen Experimente durch. Alles klar, wir machen futuristisch. Achso, warte, Liebe und Frieden? Nimm die Liebe in all ihren friedlichen Formen auf, baue Pflanzen an, vernetze dich mit Mondmenschen in deiner Nähe, schaffe Weltfrieden, tanze um Maibäume, flöße Mondmenschen magisches Räucherwerk ein, wir machen futuristisch. Okay. Gute Wahl. Wir werden viel Spaß haben. Du kannst die verschiedenen Freischaltungen ansehen, indem du mit der Maus über die verschiedenen Symbole fährst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, das kenne ich alles überhaupt. Also das ist alles neu. Das sah früher ganz, ganz anders aus. Die Technologien werden freigeschaltet, indem du deine Motivwertung erhöhst. Wenn du sich diese Leute... Was? Ach, diese Leiste füllt, werden die verschiedenen Ränge verfügbar und kann neue göttliche Eingebungen im Allerheiligstes des Oberhaupts untersuchen. Bei den meisten Missionen musst du Mondmenschen auf Missionen in die Stadt schicken, aber bei dieser ersten muss ich im Allerheiligsten des Oberhaupts Arbeiten durchführen. Legen wir los. Schalte das Futurismus-Motiv frei. Okay, und das macht, glaube ich, immer unser Chef. Ausgezeichnet, gib mir ein paar Augenblicke, um alles vorzubereiten. Das macht unser Allerheiligster quasi. So, hey, hier mal eine kleine freche Erinnerung für dich. Wusstest du, dass göttliche Eingebung durch Forschungsaufgaben und Missionen hervorgerufen wird? Abschluss von Dunkelheitsmissionen, ja, das ist klar. Und das Allerheiligste schaltet das Menü der göttlichen Eingebung frei und du kannst auswählen, welche Motive wir nehmen. Ja, auch das haben wir ja gesehen. Mahnverjüngungstherapie, Empathy Marketing. So, gut, dann powern wir schnell durch die Nacht. Da haben wir Penny. Ach nee, ich wollte ja keinen mehr rauswerfen. Stimmt. Stimmt. Vizemondkuchen. Barney. Wieso habe ich. Achso, weil dunkel ist. Ich wollte gerade sagen, da habe ich auf einmal weiße Haare. Ich muss Ermittlungsdruck senken. Celeste Schramm. Los geht's. Senke den Ermittlungsdruck. Weil er steigt automatisch ja heute auch nochmal um 4,8 Punkte. Und dann wären wir wieder über den 200. Das ist nicht gut. So, 3 Uhr gleich. Ja, ist nicht viel, was wir hier erforschen müssen. Das sind, glaube ich, nur 40 Punkte. Das sollten wir in Ingame 2-3 Stündchen geschafft haben. Ach, jetzt müssen sie ja erstmal aufs Klo. Okay, so. Vor dem Restaurant Brown Stuff fällt dir ein junger panischer Koch auf, der mit unglücklichen Kunden an einem großen Tisch diskutiert. Er serviert ein paar Teller ab und zieht sich kapitulierend und verzweifelt vom Tisch zurück. Bevor er in die Küche zurückgeht, ertappt er dich dabei, wie du ihn anstarrst. Ey, du kannst nicht zufällig kochen, oder? Mein Vorgesetzter ist nicht da und ich brauche echt Hilfe. Heute ist echt ein Glückstag. Meine Mutter hat das Kartoffelchips-Sandwich erfunden. In der Küche des Restaurants stapeln sich schmutzige Teller im Spülbecken. Töpfe köcheln gefährlich vor sich hin. Auf den Arbeitsflächen liegen haufenweise halb vorbereitete Zutaten rum. Tisch 3 möchte ein Tartar-Beefsteak, aber ich habe noch nie mexikanisches Essen zubereitet. Das Fleisch ist fertig, aber wie lange soll ich es kochen? Brate das Steak, bis es innen noch etwas rosa ist.
Okay. Tisch 3 war nicht zufrieden. Anscheinend wollten sie es noch blutiger. Ach du Scheiße, wenn sie das noch einfacher gesagt hätten. Tisch 5 möchte Muscheln, aber ich bin mir nicht sicher, welche ich nehmen soll. Die sie ein bisschen geöffnet haben. Kurz nachdem Tisch 9 die Muschel gegessen hat, fingen sie an, sich zu übergeben. Werte dich... Ach du Scheiße. Oh Mann. Oh. Na super. Alles falsch. Okay. Das waren noch zwei Gerichte, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Egal. Wir sind ja noch über 400. Wir haben eh gerade keinen Platz mehr für neue Anhänger. So, da schießt es hoffentlich nach oben. Ja. Naja, schießen. Langsam aber sicher geht's nach oben. Ja, na gut, okay. Dann machen wir das doch am Montag. Dann lasse ich euch erstmal damit im Unklaren, wie genau es weitergeht. 141, hervorragend. Achso, das können wir noch machen. 2000, 80, 80, 12. Ah, okay. Und am Montag sehen wir dann das Ergebnis von der ersten göttlichen Eingebungsmission. Bin sehr gespannt. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und kommt gut durch die Tage, erholt euch, entspannt euch und seht mich am Montag gerne wieder. Das würde mich freuen. Bis dahin, tschüss. Oh, Forderung des Oberhaupts noch. Schließe 3 göttliche Eingebungen ab. Kriegen wir hin. Jetzt aber wirklich. Tschüss.